Fußball, im Speziellen der Nachwuchsfußball, boomt. Dazu haben sicherlich die Erfolge der österreichischen Nationalmannschaft mit der EM-Teilnahme in Frankreich, aber auch Turniere wie der Fegnes Cup des FC Lustenau entscheidend beigetragen. Immer mehr Clubs setzen auf verstärkte Nachwuchsarbeit. Immer mehr Clubs wollen den eigenen Kindern und Jugendlichen Spaß am Fußballsport, aber auch eine gute Ausbildung und Kameradschaft vermitteln. So auch der Ländetraditionsclub FC Lustenau, der auf eine intensive Nachwuchsarbeit setzt. Der Nachwuchs besitzt eine ausgesprochen hohe Anerkennung und Wertschätzung im FC Lustenau. Mittelfristig wollen wir in der Kampfmannschaft mit lauter FC-Lern spielen, die aus dem eigenen Nachwuchs stammen. Derzeit sind wir bei einer Quote von 80-85%. Nachwuchs wird auch tatkräftig investiert. Wir versuchen in allen Altersklassen qualifizierte Trainer zu haben, die sowohl pädagogisch als auch fußballerischere Qualitäten haben, um die Kinder weiterzuentwickeln. Nichtsdestotrotz im Amateurverein, ein Breitensportverein, und alle Kinder, die beim FC spielen wollen, bekommen auch ihre Spielminuten. Das ist unsere Spielphilosophie, die wir auch durchziehen. Viel trägt auch der heuer bereits zum vierten Mal ausgetragene internationale Fegnes Cup dazu bei. Einfach nur schön, wenn man an zwei Turniertagen den Mädchen und Buben der Jahrgänge U7 bis U10 beim Kicken auf die Beine schauen kann. Ja, ich finde es einfach cool. Ja, es ist cool, aber wir haben jetzt gerade den Match verloren und das ist nicht so cool. Es läuft gut, weil ich mag sehr Fußball spielen, sehr gern Fußball spielen. Erfreulich zu sehen, mit welcher Freude und Spaß, aber auch mit wie viel Herz die Jungkicker dem runden Leder nachjagen. Mit dem großen Sieger, dem Fußballsport am Ende des Turniers. Also ich bin heute zum ersten Mal hier, ich bin über einen Kollegen, der also immer hier ist. Also ich finde es im Moment sehr gut. Schön ist mit Schiedsrichtern, für uns ist halt schwer. Wir spielen in Liechtenstein nur 4+1. Also für mich ist es eine Umstellung und für die Kinder, die spielen heute zum ersten Mal 6+1. Beeindruckend und einen besonderen Flair hatten auch die jeweiligen Finalspiele. Gab es neben dem Einmarsch zu einer Spezialhymne auch die Mannschaftsaufstellung und einen Live-Kommentator, der die Kickeraugen zum Strahlen brachte. Wir als regionale Raiffeisenbank unterstützen FC Lustenau schon viele Jahre, Jahrzehnte, und wenn man so sieht, was die Nachwuchsabteilung da auf Füße stellt mit den Turnieren, sei es jetzt im Pfingsten oder das Hallenturnier im Gymnasium, ist einfach sensationell, was da abgeht, mit wie viel Leidenschaft und mit Herzblut, dass da jeder drin ist, und ja, macht einfach Spaß zum Sehen, was da mit dem Geld passiert, und jeder Cent ist gut angelegt. 48 Teams aus 4 Nationen beteiligten sich heuer am Fegnes Cup in Lustenau. Wir werden von Jahr zu Jahr größer, immer mehr Clubs fragen bei uns wegen einer Teilnahme an. Wir können bereits bekannte Teams wie die Wiener Viktoria, Vienna, Wacker Innsbruck, Altach, Austria Lustenau, aber auch den FC Solothurn und den FC Vaduz bei uns begrüßen, freut man sich in der Stickergemeinde. Dabei hing die Durchführung des heurigen Turniers an einem seidenen Faden. Am Samstag war ein Großteil des Spielfelds an der Holzstraße unter Wasser gestanden. Für einen Tauchpumpeneinsatz der Feuerwehr allerdings zu wenig, sodass dies von Freiwilligen mittels Schaufel entfernt werden musste. So Reinhard Grabner vom OK. So konnte das Turnier doch noch gerettet werden, zumal sich einige Teams bereits auf der Anreise ins Ländle befanden. Viele freiwillige Helfer waren auch um das Wohl der jungen Kicker und der Gäste bemüht, erfüllten ihnen praktisch jeden Wunsch. Viel zum Gelingen beigetragen haben aber auch die zahlreichen Sponsoren, welche die Durchführung des Jahr für Jahr größer werdenden Nachwuchsturniers des FC Lustenau erst möglich machen. Die Gründe sind vor allem die Jugend bearbeiten, junge Leute zum Sport animieren, vor allem zum Fußball, auch zum Radsport natürlich, was dazugehört. Und dadurch oder darum sind wir auch Sponsoren hier heute für dieses Turnier. Viel dazu beigetragen, dass sich alle in Lustenau wohlfühlten und dass in keiner Phase Langeweile aufkam, hatte auch das gebotene Rahmenprogramm mit einer Smoothie-Bar, Kinderschminken, Torschusswand, Kleinspielfeld, Fotouhren, Tischfußball, Tischtennis und vieles mehr, sodass bei den Kids nie Langeweile aufkam. Großes Dankeschön an die Turnierorganisatoren Robert Roh und den Reini Graber. Und die haben in Summe über 250 ehrenamtliche Helfer eingeteilt. Und die Holzstraße ist doch besser beieinander, wie wir oft glauben. Sie hält das einmal aus, diese 50 Teams und diese intensiven Turniertage.
Rundum also eine neuerliche Top-Veranstaltung im Vorarlberger Nachwuchsfußball, auf dessen Fortsetzung im nächsten Jahr sich bereits alle freuen.